Ich bin Martin und hier im FabLab aktiv. Fabulant Labs ist ein Forschungsprojekt, bei dem es darum geht, Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung in einem verteilten Produktionsnetzwerk herzustellen. Das heißt, im besten Fall bauen die Betroffenen selbst diese Hilfsmittel mit Hilfe bzw. unter Nutzung von offenen Werkstätten. Die Besonderheit eines FabLabs ist und damit auch der machbar, dass hier Maschinen und Geräte sind, die computergesteuert sind. Das heißt, wir haben hier nicht Fahrradpumpen und Zentrierschlüssel und Bohrmaschinen, sondern wir haben hier auch 3D-Drucker oder CNC-Maschinen, Lasercutter, Plotter, aber auch Gerätschaften, um Mikroelektronik herzustellen. FabLabs sind außerdem ein internationaler Begriff für diese Art von Werkstätten, weil sich sozusagen überlegt wurde, okay, wir brauchen halt Werkstätten, die relativ standardisiert sind, damit man überall auf der Welt hinkommen kann und sagen kann, hier, ich brauche jetzt einen 3D-Drucker und dann weiß ich sozusagen, da ist einer, den ich bedienen kann. Das Forschungsprojekt adressiert halt ein Problem, dass der Hilfsmittelmarkt ziemlich überindividuell, könnte man auch sagen, weil oft die Krankheiten sehr spezifisch sind oder auch in Verbindung mit anderen Krankheiten auftreten. Für Firmen und Partner ist natürlich interessant zu gucken, was entwickeln die Personen selbst für Hilfsmittel und können wir die nicht auch für andere nutzen. Der Plan ist die Entwicklung und Prototypen, die in dem Projekt gemacht werden, auch als Open Hardware veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt eine Dokumentation und auch Teillisten und so weiter, mit der ich dann nachvollziehen kann, wie es aufgebaut ist und selbst nachbauen kann. Im besten Fall zu Hause, aber sonst halt auch in einem FabLab.